Hallo, grüß euch alle miteinander. Heute ist wieder ein schöner Tag und da muss man in die Natur raus. Und heute bin ich unterwegs Richtung Gamskogel. Der befindet sich zwischen Kleinstübing und Deutsch-Feistritz. Und wer Bock hat, geht mit, und wer keinen Bock hat, legt einen Ruhetag ein. Auf geht's, Richtung da. Ja, jetzt habe ich das Haus mitten im Wald. Aber sagenhaft. Da muss ich rauf. Da unten bin ich raufgekommen. Da geht es einigermaßen steil rauf. Aber das ist genau das, was man so taugt. Wunderbar. So, Gamskogel ist erreicht und jetzt eine kurze Verschnaufpause und dann geht es Richtung Bärenhöhen. Da geht es Richtung Bärenhöhen, da müssen wir hin. Wunderbar anscheinend, das ist immer Wahnsinn. Da geht es jetzt oben zum Hagensattel. Ja, da ist einmal ein Eingang bei der Bärenhöhen. Schauen wir weiter. Und dann meine nächste. Schauen wir mal.
So, haben wir schon Feuersteuer fertig hier. Da ist eine klasse Übernachtung, würde ich mal sagen. Biber gesagt, Schlafsack. Und auf geht's. Das ist eine fertige Partie. Und da ist nur die zweite Beinstelle. Wo ist da? Gestellt. Ich hoffe, die Karte. Warten auf den Kaffee. Da, gerostet zu Ende. Zusammengepackt haben wir, sauber gemacht haben wir auch. Rucksack aufnehmen. Da geht es am Ende steil runter. Das ist der Schatnerkogel mit dem Jagdhaus. Blickrichtung Stift rein und Bleiskogel. So, jetzt haben wir einen Hagensattler und jetzt geht es Richtung Königsgraben bis zum Ausgangspunkt von der Wanderung.